Kanister zurückdrehen. Der Fluss wird so groß. Boah, ich werde nicht mehr ein. Nie wieder Probleme mit Nebeln. Eine nächste Mal. Oh ja. Hm. Macht ihr denn schon? Hi. Hi. Aber bevor wir loslegen, als erstes das Intro. Tybor89. Deine Let's Plays für Tage, wenn es mal nicht so läuft und alle anderen Tage auch. Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich an deinem altertümlich ammunden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu... Zurück passt schon wieder gar nicht, verdammt noch eins. Herzlich willkommen zu einem neuen Horrorspiel. Wir spielen Infliction. Und es ist wohl so eine Mischung aus Horror und Thriller. Und Infliction leitet sich eigentlich von dem Verb to inflict ab und bedeutet so viel wie zufügen, also jemand zum Beispiel Schmerz oder Leid zuzufügen. Und ich habe das Ganze hier schon mal aufgenommen, deshalb steht da unten in der Ecke auch schon weiter, weil ich eben dann während der Cutscene meine Facecam wegmachen wollte und dann... Aber es geht dann einfach in dem Spiel, dass man irgendeine Taste drückt und der überspringt dann die verdammte Szene und dann dachte ich, nehme ich das Ganze nochmal von neu auf. Und das werden wir mal machen und deshalb werde ich auch während der Cutscene einfach meine Facecam anlassen. Automatisch speichern. Dann kommt jetzt noch was Schönes. Dies ist der Ort zwischen den Orten. Hier gibt es nur Trauer und Sühne. Hier werden die Verlorenen wiedergefunden. Hier zeigt die Vergeltung ihr hässliches Antlitz. Ein gewaltsamer Tod gebiert rachsüchtige Seelen. Necronomicon Abaddon Band 3. Das klingt schon mal bad. Listen up. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work. You have one unheard message. Two more lighthouse keepers headed first unheard message. On their arrival, they could not find. Hi baby, I'm stuck at the gate and they won't let me through. When you get back home, can you look for my ticket? I must have left behind. Have a good look around and let me know. Love you. See you soon. End of message. To delete this message, quick. Finde ich schon mal sehr, sehr nice. Oh nein, was ist hier los? Nein! Sag nicht, das ist jetzt vor meinem Haus. Nee, ja gut, hier ist gar kein Haus, aber... Ja, gut. Doch, da ist ein Haus. Okay. Die Grafik sieht schon wieder typisch Unreal Engine-mäßig aus. Aber aus der Nähe sieht die ja wunderschön aus. War alle direkt auf. Ja klar, haben wir alles aufgelassen. Kann es nicht fassen, wir haben alles aufgelassen. Okay. Neue Mission. Finde die Flugtickets. Was? Ich habe noch keine? Ach da, da liegt sie. Ja, damit. Eh mitnehmen. Na sicher doch, na sicher doch. Na klar. Wir haben hier ein direkt geöffnetes Garagentor, aber Strom und so haben wir nicht. Wir konnten es zwar wieder schließen, obwohl wir keinen Strom haben. Und irgendwas stand jetzt oben rechts hinter meiner Facecam und ich habe es selber nicht gesehen. Verdammt noch eins. Ja, das ist schlecht. Das ist schon mal ein verdammt schlechter Start. Kann ich springen? Nö. Nö. Komm ich hier hinterher? Ja, sicher doch. Und erstmal crouchen. So geht's doch ab. Ich glaube, das spielt auch in der Vergangenheit, ne? 70er, 80er? Aha, so sieht's also aus. Alter, was ist denn hier für ein Orkan? Kein Orhan, sondern ein Orkan. Geht auch nicht auf. Und Schlüssel oder so hab ich auch nicht, brauche ich auch nicht, weil irgendeine Tür lassen wir ja immer auf. Ne? Deshalb, ich nehme die Schlüssel nie mit. Ich laufe dann immer um mein Haus herum und gucke dann, welche Tür wir nochmal aufgelassen hatten. Hier komme ich direkt rein. Nicht, weil hier eine Scheibe ist. Da ist der Mann erstmal vor die Scheibe gelaufen. Kannst auch wieder... Sehr schön. Ich will nämlich nicht, dass diese rauschelhaftigen Klänge mit in mein Haus ziehen. So, was haben wir hier?
Was haben wir hier? 3.45 Uhr. Achso, da wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was haben wir denn hier? Ah, eine frische Kerrygold. Large Eggs. Dicke Eier, hä? Hast du dicke Eier, Junge? So, ich will das aber angucken. Wie mache ich das? Muss ich da erst vor? Look how clever our little girl is. I'm not sure exactly what's going on here, but she can already draw better than I can. She takes after her daddy. Danke. Danke, Babe. Was ist hiermit? Paranormal Cleansing. Black Arrow. Poltergeists. Paranormal Phenomena. Contact Loved Ones. What? So, hatten wir hier nicht auch was, was wir andüdeln können? Aber wie mache ich das? That's a big box. Ah. What is it? Wow, nice wrapping skills. Oh my god, a puppy. I can't believe you did this. I love her. I'm gonna call you Sally. Okay. Now it's time for your gift. Aber den Hund erstmal richtig dick in Zellophanpapier eingewickelt. Als Geschenk vermachen. Na, was wird denn hier gefuttert? Oh, Kidneybone. Ihr gönnt euch. Ich kann die auch alle nehmen. Ja, wie nice ist das denn bitte? No salt added. Das wäre auch ein bisschen. Das war jetzt Mais, ne? Da Salz da dran. Zuckermais mit Salz. Seid ihr Panne? Braised Steak and Onions. Komm, die Kidney, Alter. Die Nierenbohnen. Oh, und Würstchen hätte ich gerne. Erstmal drauf Zoom. Boah, Würstchen. Ja, reich mal ran, die Krakauer, hä? Vinny, machst du mir noch eine leckere Krakauer fertig? Alter, ich kann wirklich alles aufmachen. Wie nice ist das denn bitte schön? Alter, das ist ja mal mega geil. Cool. Dafür mit Übersetzung. Alter, wie nice ist das denn, bitteschön? Lesen wir uns jetzt mal durch. Sicherheitsdienst, allsehendes Auge, sehr geehrter Gary Ryan Pout. Wir freuen uns, Ihnen dieses Stellenangebot für die Position als Wachmann für den Sicherheitsdienst allsehendes Auge zu unterbreiten. Bitte lesen Sie diese Zusammenfassung der Geschäftsbedingungen für Ihre voraussichtliche Beschäftigung aufmerksam durch. Sollten Sie dieses Angebot annehmen, ist Ihr Startdatum der 15.08.81, also sprich wie ich in der Vergangenheit, oder ein anderes einvernehmlich vereinbartes Datum und Sie unterstehen der Weisung von Shane McFarlane. Im Falle, dass Sie das Angebot annehmen, finden Sie im Folgenden die Geschäftsbedingungen. Sie haben die Position des Junior Security Officer sein. Was ist das denn für ein Satz? Sie haben die Position des Junior Security Officer sein und unterstehen dem regionalen Sicherheitsmanager. Die Position ist eine Vollzeitstelle. Während Ihrer Beschäftigung in diesem... Okay. Ich glaube, das ist viel zu viel sinnloses Gelese. Er hat einen Job gekriegt. Also wir wahrscheinlich haben einen Job gekriegt als Security. Aha. Okay, so ein Abpumpservice, so ein... Nice, Alter. Das ist ja so cool. Ich kann hier jeden Scheiß öffnen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Nee. Alter, feiere ich ja mal richtig. Ist das nice. Mr. Gary Reimpout. Kann ich das auch öffnen? Das Brief? Okay. Listen up. We've got some news hot off the presses. This station has received reports that the two lighthouse keepers from Oxford Point Island Lighthouse have vanished. The lighthouse keepers work in 3-month shifts. On the shift change, 2 more lighthouse keepers headed out to the small island to relieve them. Upon their arrival, they could not find the men anywhere. It looks like they were halfway through dinner when something interrupted them. There were no signs of a struggle and all their belongings were still there, including a journal kept by one of them. The journal states several times that the island was talking to them. The most common theory is that the men have suffered from cabin fever and were perhaps accidentally washed out to sea.
Other cases like this have been reported on in the past, but have never been fully resolved. A full investigation has begun into this bizarre case. We'll update you as the story progresses. Nice. Listen up. We've got some news Leiche? Hot off the presses. This station has received reports that the two light... Ah ja, okay, kommt das Gleiche. Alter, es ist ja mal mega nice. Und irgendwie, diese zwei Leuchtturmwächter kommen verdammt... Also, ne, in Firewatch waren wir keine Leuchtturmwächter, aber kommt mir da so ein bisschen... Da hat man ja auch so ein bisschen den Lagerkoller gekriegt, als wir da verfolgt wurden. Oder, ne, bespitzelt wurden. Ja, jetzt, ne, ich und die Delilah als Brandwächter. Ach. So, meine Gute. Warte mal. Aha. Da haben wir jetzt das Jahr 1999 und haben da noch einen Brief liegen von 1981? Okay, ihr seid irgendwie komisch. Alter, ich kann wirklich alles hier öffnen. Wie nice. Okay, ziemlich viel Leere. Oh nein. Jetzt öffne ich wirklich alles. Im Gefrierfach? Alter, auch das. Ja, wie geil. Ey, feiere ich mal richtig. Das ist ja mega cool, ey. Kann ich den Ofen... Alter, ist das nice. Was haben wir denn hier? Nee, damit kann ich mich jetzt schon... Ist mir egal, ob das ein Horrorspiel ist. Ich will jetzt den Küchensimulator hier spielen. Komm, gib mal... Guck mal, hier liegt noch ein Zettelchen. Klarschrift. Das Fleisch taut in der Spüle auf. Ich rufe dich später an. Kuss, S, PS. Es ist Mülltag. Soll ich jetzt Müll fressen oder was? Ich verstehe nicht. Okay. Ah, okay. Die tauen hier auf. Nee, das machen wir mal zu. Nein! Ach, will ich doch jetzt gar nicht. Ich habe doch die Krakauer da liegen. Mach mal zu. Keine Stromverschwendung. Okay. Wo könntest... Schätzchen, wo könnt... Schätzchen, wo könntest du deine Flugtickets gelassen haben? Bist du genauso doof wie ich und hast die wahrscheinlich irgendwie unter den Klodeckel gepackt? Oder bist du ein bisschen... Intelligent. Unter den Kloden, ja. Mhm. Ich hoffe, das ist so eine unendliche Funzel, die ich in der Hand habe. Und VHS. VHS for the best. Biohazard. The man in the mask. Really kick ass. Alter. Die TV. Die ist verdammt hübsch. I really love guns. Oh, what the fuck. Das ist schon mal ein verflucht nicer Beginn. Das ist mein Gewahr. Was hat hier geleuchtet? I got you a present. Behind the Black Veil 7. Just don't expect me to watch it with you. I know you love this horror stuff. But it gives me nightmares. Ghosts? Yuck. She's home and she's pissed. Alter, haben die schöne, viele kleine Details drin. Mein Herrn. Warum? Weißt du, ich war nicht zu Hause, sie ist auf dem Weg zum Flughafen. Oder ist schon am Flughafen, aber hier lodert das Feuer. Gut. Do you, Sarah Angel Erich, take Gary Ryan Powell to be your lawfully wedded husband? To have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? I do. Cool. Sehr schön vom Audiodesign her. Nicht sehr schön, dass die das immer mit so einem Reverb, mit so einem Hall gesehen haben. Okay. Ja. Jetzt fühle ich mich hinten im Flagrant hier erwischt. Nein. Schatz, wo ist die Schlüsselleuchte? Nee, ne? Muss ich wahrscheinlich irgendwo noch auftun. Nicht nur wahrscheinlich, dann bin ich mir relativ sicher. Habe ich denn irgendwie sowas wie ein Menü? Also so, dass ich weiß, was ist gerade... Klar, ich muss die Flugtickets finden, aber... Was haben wir denn hier? Achso, zu erledigen Butter, Hundefutter, Brot, Milch, Zahnpasta, Aspirin, Mike anrufen, um den Code zu ändern.
Und der Code wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Friday, June 4th, 4:15 p.m. Oh, it's Mike here. I got a message earlier asking about changing the code to your security door. All you need to do is enter the code, follow the steps I told you on the day I installed it. I wrote the code on the back of my business card. If you have any problems, call me during business hours and I'll be happy to walk you through it. Thanks. It's Mike. Der klingt so, als wäre ihm eine Socke im Mund eingeschlafen, Alter. Okay, schauen wir uns später mal an. Ich lauf doch mal. Ich kann nicht rennen. Oh no. Das mag ich gar nicht, wenn ich nicht rennen kann. Verdammt! Ob da vorne schon die Visitenkarte war? Vom Mike? Na? Gut. Kann ich auch irgendwie verstehen. Wer rennt schon durch sein Haus, um irgendwie irgendwo was zu holen? Visitenkarte. Hatten wir nicht irgendwo Visitenkarten? Ich habe schon wieder alles vergessen. Wo waren Visitenkarten? Machen wir mal eine Steppvisite hier. Visitenkarten? Ne, das war die Hunde-Visitenkarte, ne? Na, verdammt noch eins. Was ist das denn? Alter, wie nice. Kommt natürlich keine Übersetzung. Ah. Ist das vielleicht auch aus dem... Ne, ich kann das... Kann das Cover nicht umgucken, angucken. Mich hier auf dem Cover nicht umgucken. Nicht angucken, umdrückseln, angucken, sein, tun. Boah, Geräusche. Mit Kirre. Ach so, da war auch nur der Zugang hierhin. Ja, gut. Wie nice. My heart and soul. Love, Sarah. Okay. So. Oh, was ist das denn? Final Notice. Allison Energy scheint eine Mahnung zu sein, oder? Final Notice, also irgendwie sowas wie letzte Mahnung, bevor sie zahlen müssen und wir in den Strom stellen. Mit ein bisschen Strom leuchten. Will ich jetzt nicht. Kann ich auch über... Ne, hier, will ich gar nicht. Boxing. Boxkampf Aaron Speer gegen Troy Batch Klammer. Samstag, 18. Juli 99 im Gemeindezentrum Pleasant Falls. Die Flugtickets finden. Nein, lass auf! Verdammt noch eins! Can you believe it, Gary? It's not just the two of us anymore. Our family's growing. That 12 hour labor totally worth it. Little Maggie. Love at first sight does exist, and this is the second time I've experienced it. I'm so happy, honey. Okay. Geburtsurkunde unserer Tochter. Warum auch immer die einsam in der Schublade vor sich hin staubt. Ich will deine Visitenkarte finden, Alter. Was haben wir denn hier? Press to open. Ah. Ja, nice. Die Wähler. Was für ein Wähler? Wer soll denn hier was wählen? Wähler. Was? Aber er macht ja nichts. Ja, ich würde jetzt sehr gerne, dass ich hier vielleicht durchgucken kann. Vielleicht ist ja die Karte von ihm auch hier drin, aber macht gar keinen Sinn, ne? Das sind alle selbstgeschriebene Notizen. Wir stibitzen paar Notizen. Okay, vielleicht müssten wir oben gucken. Vielleicht haben wir das irgendwie oben irgendwo liegen. Der Gerät. Der Gerät. Meine Herren, das kommt viel zu oft in meinen Let's Plays vor. Ah, hey, lass mich jetzt mal in die Frische. Lass mich mal in die Frische. Nee, dann doch nicht. Und denn hier? Das ist meine Seite, eindeutig. Vollgekackten Strümpfe. Das kann nur... Klemmt, okay. Dann noch eins.
Warum ist der Ehering hier? Oh my God, baby, it's perfect. Oder ist das der Verlobungsring yes. nur? Yes, I will. I love you, Gary. Danke. Gleichfalls, meine Gute. Okay, das will ich nicht mehr hören. Und auf. Ritzken. Nein, nicht schon wieder das öffnen. Das da drunter, das Gerät. Nee, dann nicht. Warum sollte hier die Visitenkarte drin sein? Tibor, denk doch mal nach. Meine Herren. Nein, dann nicht. Mike. Sehr nice. Ach, kann ich nicht mitnehmen? Sollen wir uns das mal irgendwie... Boah. Kurz aufschreiben. Machen wir mal. 0516 war es, ne? Ich schau lieber nochmal. 0516. Okay. Nee, geht auch nicht auf. Haben wir auch alles abgeschlossen. Abgeschlosseli. Ach komm, das darf da nicht liegen. Pack das mal nach oben. Nee, pack das genau wieder auf den Boden. Kurz angucken, dann wieder auf den Boden packen. Absolut. Klodecker runter. Nee, den Klodeckel runter machen, sonst kriegen wir doch wieder auf die Pfoten. Denn hier? Ich kann nicht lesen. Padultus. Ist bestimmt Padultus. Na, natürlich ist das Padultus. Alter, warum liegen hier so viele Pillenpackungen? Paintall. Ah, okay. So was. Das wird wahrscheinlich dann dieses Aspirin. Ja, ist da auch. Nee, ist da nicht. Weil das wird wahrscheinlich dieses, was, das stand ja schon auf dem Zettel, ne? Ja, ich stolper über die Worte, das ist absolut richtig. Aber auf dem einen Einkaufszettel stand ja auch, wir sollen Aspirin mitbringen. Also scheint jemand hier in diesem Hause öfter unter Schmerzen zu leiden. Vielleicht unter sowas wie Migräne. Vermutete Tibor. Ist dahinter jetzt vielleicht was? Das wäre ja nice, ne? Erinnert mich auch jetzt gerade schon so ein bisschen an Gone Home, das Spiel. Da ist man auch durch so ein Haus gewatschelt. Da blieb der Horror aber aus. Und ich glaube, das wird hier nicht so sein. Ach, okay, wie nice. So ein Babyphone, ey. Geil. Aber das ist ja auch schon 19 Jahre her, ne? Dass unsere Tochter geboren wurde, aber... Stand da nicht 1980 auf der Geburtsurkunde? Wir haben jetzt 1999, aber das Zimmer hat sich von Anfang an nicht verändert. Windeln trägt sie auch noch. Ja, unsere Kleine. Alter. Das sind Sachen, die gefallen mir nicht. Verstehst du das? Domestos, hä? Die WC, ihre WC-Ente. Ah, okay, das ist jetzt... Alter! Wer hat den jetzt zusammengebaut, dass der nach jahrelanger Ständigkeit, Beständigkeit auf dem Boden immer noch so knarscht? Hat sie alles abgeschlossen? Die achtet auf Privatsphäre. Die dann... Ach, wie nice! Gone Home! Und ich rede gerade noch drüber, wie nice! Ist das... Sind das eventuell die gleichen Macher? Ich weiß es gerade nicht. Das ist ja nice. Madame Butterfly, Apocalypse. Alter, so ein... Yo. Nintendo Entertainment System. Alter, nice. Ist das cool. Madame Butterfly. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich als allererstes nach unten und uns... den Zahlencode mal zu Gemüte führen. Vielleicht gibt er den noch jetzt automatisch ein. Verstehe nicht. Was habe ich denn jetzt davon, dass ich den Code habe, wenn ich nix... Achso, das ist das Feuer hier unten. Lass mich mal kurz... Achso, ja, über Escape komme ich da... Sehr nice. Okay. Optionale Mission. Finde und untersuche Gegenstände von Interesse, um Erinnerungen freizuschalten. Wenn du nicht weiter weißt, hilf
Hier eventuell Sarahs Tagebuch. Nur okay. Sie nicht finden kann, durchsuche das Haus und finde die Tickets. Taschenlampe, Erinnerung. Das Tagebuch habe ich noch nicht, ne? Müssten wir dann auch einfach mal uns zu Gemüte führen. Und ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, die Folge ist fürs Erste, ne, lang genug. Wir haben wieder die 20 Minuten durchschritten. Der Horror wartet noch so ein bisschen ab. Mal gucken, was dieses Spiel uns noch offenbaren wird an Horror. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Falls du, genau du, jetzt gerade neu auf dem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt. Und mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tybor. Behalte den Namen Tybor. Behalte ihn in deinem Kopf.